Guten Abend, liebe Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Heute mal ein bisschen ein anderes Video, ein bisschen Video in eigener Sache. Und zwar, es geht natürlich wie immer um die Seilwinde. Beziehungsweise heute geht es mal um die Kommentare dazu. Ich habe ja im Grunde seit Anfang des aller 17 eine ganze Menge Kommentare bekommen. Und ich habe eigentlich auch immer alle beantwortet. Vielleicht machen wir ein bisschen kreativ und nicht direkt, aber eigentlich immer freundlich, denke ich. Und ist auch okay. Ich meine, gut, die Seilwinde, die wird einfach nicht fertig. Das ist einfach so. Und da ist klar, dass die Leute danach fragen. Da werde ich auch nicht sauer. Das muss man eben dann so hinnehmen und dann auch freundlich beantworten. Da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Aber hier kam dann heute Morgen bzw. gestern Nacht dieser Kommentar. Und ich habe den dann auch beantwortet. Ich habe den auch gleich zweimal beantwortet, weil der Kommentator den Kommentar auch gleich zweimal kommentiert hat. Ich will da auch gar nicht so weit drauf eingehen, weil das habe ich in der Antwort zum Kommentar schon. Ich will eher mal auf was ganz anderes eingehen. Und zwar, es geht hier natürlich um die Seilwinde. Eine User fragt hier, ob ich nicht eine Singleplayer-Version als Beta zum Download stellen könnte, bis die MP-Beta fertig ist. Und ich schreibe dann dazu, gib keine Beta, weil ich keine Beta mehr habe, nur verbastelte Versionen. Was im Übrigen auch stimmt. Es gibt von der Winde ungefähr 30 bis 40 Versionen im LS17, verschiedene, die alle, keine Ahnung, mit Test 1, Test 2, Beta 3, Beta 4, Beta 25.2.2017, was weiß ich was, benannt sind. Und Überblick gibt es natürlich keinen. Ich führe natürlich kein Buch, was bei welcher Beta geändert worden ist. Bei größeren Programmen macht man natürlich Kommentare und Versionsnummern und so weiter, aber bei einer Seilwinde, ich meine, wer wird das schon machen? Das heißt, letztendlich, ich habe keinen Überblick, ich weiß nicht, was was ist. Ich weiß nur, dass die aktuellste Beta nicht DL-fähig ist. Und ich habe eigentlich keine Lust, mir irgendwie noch alte Versionen rauszusuchen, durchzutesten und durch, was weiß ich, 30 verschiedene Versionen der Seilwinde durchzutesten, um dann die richtige zu finden, die man eventuell mit kleinen Modifikationen tatsächlich zum Download stellen kann. Weil so klein sind die Modifikationen auch nicht, man müsste es doppelt machen, man müsste die XML aufräumen, man müsste die 3E aufräumen, man müsste vielleicht im Skript nochmal ein, zwei Sachen ändern, also auch noch ein bisschen Arbeit. Von daher steht im Grunde fest, und das habe ich auch schon oft genug gesagt, es gibt keine Beta, wenn ich Zeit habe, die Winde fertig zu machen, dann mache ich die Winde fertig und dann kommt sie, und das dauert eben so lange, wie es dauert, und ist eben so, Pech gehabt, kann ich auch nichts machen. So, was ist aber hier, ist natürlich hier die Antwort von einer anderen Person, die überhaupt nichts damit zu tun hatte. Eine dümmere Antwort gibt's nicht. Hast keine Beta und die 60 Leuten, die du den Mod verschickt hast, die haben ihn ja nicht. Du bist einfach ein Kack-Ego-Spieler. Solche Leute machen LS kaputt, da muss man den Kopf schütteln. Du hast recht, ich muss den Kopf schütteln, wenn ich den Kommentar lese. Das habe ich auch eine Weile gemacht. Dann habe ich Kopfweh bekommen, wobei ich weiß nicht, ob das wegen dem Inhalt oder wegen Kopfschütteln war. Jedenfalls, ja, wie gesagt, ich habe ja schon erklärt mit den Betas und so weiter, aber das muss man im Grunde nicht erklären. Was ich hier viel interessanter finde, ist, irgendwie sitzt die Person ja einfach mal voraus, dass ich die Seilwinde zum Download stellen muss oder dass ich eine Beta zum Download stellen muss. Der Kommentar setzt einfach mal voraus, dass er ein Recht hat auf die Winde, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich meine, der Kommentar hier, der setzt einfach mal voraus, dass die Tatsache, dass ich die Winde, was übrigens nicht stimmt, an 60 Leute verfickt habe, im Grunde bedeutet, dass er auch ein Recht drauf hat. Okay. Sicher? Und deswegen auch jetzt der Videotitel des Modders Pflicht. Sind wir Modder wirklich dazu verpflichtet, Mods zum Download zu stellen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir machen das aus Spaß, wir machen das in unserer Freizeit und im Grunde machen wir das hauptsächlich für uns. Natürlich ist es toll, wenn die Leute den Mod toll finden. Ich meine, machen wir kein Geheimnis draus, jeder will irgendwie Anerkennung. Und wenn wir mal zum Download stellen und den Haufen Leute runterladen, dann ist es natürlich ein cooles Gefühl. Und wenn man dann Lob dafür kriegt, ist ja klar. Aber niemand hat ein Recht auf einen Mod. Ich meine, wenn ich keinen Bock habe, einen Mod zum Download zu stellen, zu voll bin, zu keine was weiß ich was, dann ist es einfach so. Dann habt ihr Pech gehabt. Das ist eben nicht schön, aber es ist so. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man sich da aufregt. Ich bin auch manchmal dann irgendwie enttäuscht, wenn ein Mod nicht kommt. Aber letzten Endes hat niemand ein Recht drauf, dass ein Mod kommt. Und irgendwie, ich weiß nicht. Das hat mich dann doch ein bisschen hier, ich würde nicht sagen direkt aufgeregt, aber mich dann doch irgendwie ein bisschen so weit aus der Fassung gebracht, dass ich gedacht habe, ich muss mal ein Video dazu machen, dass es einfach mal loswerden. Wenn ich einen Mod fertig mache, dann kommt er immer zum Download. Ich behalte keine Mods für mich aus Spaß. Ich zeige auch hier nicht irgendwie was auf YouTube zum Angeben und gebe es dann nicht raus. Wenn ich irgendwas habe, was funktioniert, dann wird zum Download gestellt, was eben eine traurige Wahrheit ist. Oftmals sieht es in einem Video super cool aus, aber das ist eben, weil man im Video zusammenschneiden kann, weil man im Video nur ein paar Minuten
lang macht, weil man ein Video nur von einer Seite zeigen kann, weil man im Video bestimmte Tasten oder Funktionen nicht drücken kann. Was im Video super toll aussieht, heißt noch lange nicht, dass es im Spieleinsatz auch wirklich funktionieren würde. Bestes Beispiel ist das ausbruchfertige System aus dem LS 15. Das war im Video echt toll, das hat super ausgesehen, aber es hat das Spiel immer mal wieder zum Absturz gebracht, was natürlich absolut untauglich ist. Von daher, nur weil ich hier auf YouTube ein Video von der Mod zeige, heißt nicht, dass der Mod spielbar ist. Und nur weil ich den Mod zum Beispiel an die Leute aus dem Schwabenteam gebe, oder nur weil ich den Mod zum Beispiel an irgendwelche Leute gebe, mit denen ich schon seit LS 08 in Kontakt stehe und deshalb sehr gut kenne, heißt es noch lange nicht, dass der Mod spielbar ist. Das heißt, dass der Mod so weit spielbar ist, dass ich jemanden, den ich schon sehr lange kenne und der auch weiß, dass wenn ich ihm einen Mod gebe, der vielleicht Fehler macht, dass ich demjenigen einen Mod geben kann. Und vor allem, dass ich auch weiß, der gibt den Mod nicht weiter. Ich meine, wenn ich die Wind jetzt jedem geben würde, der hier irgendwie anfragt, würde es keine 2 Tage dauern und die würde irgendwo zum Download stehen. Und was würde dann zum Download stehen? Eine total verbuggte Version. Und was hätte ich dann davon? Ja, dann würde mir hier der Posteingang überlaufen, würden hier so viele Leute anschreiben, hier, die Winde macht Fehler, was hast du denn da für einen Schrott released? Ja, nee, habe ich nicht released. Wie hast du nicht released? Steht doch da zum Download. Eben genau so passiert das dann. Und um nochmal hier auf die 60 Leute eingehen, ich denke mal, dass diese Person hier einfach gesehen hat, dass einige Leute die Winde haben und überhaupt nicht genau hingeguckt hat und gar nicht festgestellt hat, dass es überhaupt nicht meine Seilwinde aus dem LS 17 ist. Es gibt nämlich eine ganze Menge Leute, die haben die Seilwinde aus dem LS 15 in den LS 17 konvertiert. Ich meine, das ist natürlich möglich. Das habe ich auch nicht anders gemacht. Und meine Winde hat dann noch eine ganze Menge Skriptänderungen erfahren und Bugfix und ein paar neue Funktionen. Aber ich meine, wenn man die Winde an sich aus dem 15er holt und 2 Sachen im Skript ändert, dann läuft die Winde erstmal genauso, wie sie im 15er gelaufen ist, auch im 17er. Da hat es zwar manchmal ein paar Bugs mit Bäumen, die auf dem Boden kleben und so, aber sie läuft erstmal. Und bisher jeder, der mich gefragt hat, was man denn im Skript genau ändern muss und schon soweit war, habe ich auch geholfen. Das heißt, die Tatsache, dass da 60 Leute, wahrscheinlich weiß nicht mehr als 60 Leute, die Winde jetzt im 17er schon haben, das liegt daran, weil ich denen geholfen habe, die Winde zu konvertieren, um es mal so zu sagen. Ich habe denen nicht hier stundenlang geholfen oder sowas, aber ein, zwei Hinweise gibt es dann schon. Und ich würde mal sagen, das macht mich definitiv nicht zu einem Kack-Ego-Spieler. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Kack-Ego-Spieler, weil ich lieber irgendwie meinen anderen Hobbys nachgehe, als wie hier die Winde für euch fertig zu machen, weil ich eben gerade einfach mehr Spaß habe an meinen anderen Hobbys und weniger Spaß daran hätte, die Winde fertig zu machen. Wenn mich das zum Kack-Ego-Spieler macht, dann bitte, dann bin ich ein Kack-Ego-Spieler. Aber ich finde, das ist einfach die Realität und hat nichts mit Ego oder sonst irgendwas zu tun. Es ist einfach so, manchmal hat man Lust auf manche Sachen und manchmal hat man keine Lust auf manche Sachen und Modden ist immer noch ein Hobby. Und wenn ich eben keinen Bock gerade drauf habe, dann mache ich das nicht. Fertig, aus. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich loswerden wollte. Jetzt könnt ihr mich in den Kommentaren hier überfallen oder was weiß ich was. Wobei ich denke mal, dass ich da nicht ganz so falsch liege. Und wie gesagt, der Kommentar ist jetzt nicht ganz so schlimm. Der hat mich echt auch nicht aufgeregt. Aber einfach die Haltung oder die Einstellung, dass man davon ausgeht, dass man das Recht auf einen Mod hat, das hat mich dann jetzt schon irgendwie ein bisschen, da musste ich mal was dazu sagen. Weil das habe ich auch schon in anderen Zusammenhängen, in anderen Kommentarbereichen und auch in Foren und so weiter schon teilweise gesehen, vermehrt in letzter Zeit. Und ich denke, da muss auch einfach mal ein bisschen, vielleicht, keine Ahnung, glauben die Leute ja wirklich teilweise, dass sie ein Recht auf Mods haben. Aber, wie gesagt, wir Modder, wir machen das alle nur aus Spaß in unserer Freizeit, das ist unser Hobby. Und jeder, der ein Hobby hat, ich hoffe mal, ihr alle habt ein Hobby. Das wäre sehr schade, wenn nicht, dann tut ihr mir echt leid. Ich hoffe, ihr alle habt mehr als ein Hobby und ich schätze mal, dass jeder von euch, der mehr als ein Hobby hat, nicht jedes Hobby immer und ständig ausübt, sondern vielleicht, keine Ahnung, im Sommer eher mal mit dem Mountainbike rausgeht und im Winter vielleicht eher, keine Ahnung, LS spielt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr für Hobbys habt. Jedenfalls, ich gehe mal davon aus, also ganz normal, dass man manchmal mehr Lust und manchmal weniger Lust hat für einzelne Hobbys. Und wie gesagt, ich habe im Moment einfach mehr Lust auf die anderen Dinge, die ich so mache. Und der LS ist im Moment ein bisschen langweilig und vor allem das Basteln an der Winde, darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr. Und das ist kein Dauerzustand, aber es ist im Moment einfach so. Und ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, das dauert nur so und so lang an, weil woher soll ich denn das wissen? Ich habe es ja auch auf Facebook schon angedeutet, dass ich wieder ein bisschen mehr im AC-Modellbau bin. Genauer gesagt, dass ich dabei bin, endlich mal eine eigene 2,4 GHz Fernsteuerung für den 1:32 Modellbau umzusetzen, weil ich einfach keinen Bock habe, jedes Mal 30 Euro oder so für einen Empfänger zu zahlen und eine Sico-Fernsteuerung zu nutzen. Und das funktioniert momentan sehr erfolgreich. Mein erstes umgebautes Modell, was schon ein ziemlich altes Modell ist, läuft jetzt auf der 2,4 GHz Fernsteuerung
Von daher könnt ihr euch vorstellen, dass ich im Moment wesentlich mehr Spaß dran habe, da irgendwie Zeit zu investieren, als hier an der Winde vom LS rumzubasteln, da ich im Moment sowieso kein LS spiele. Jo, wie gesagt, das war's mal dazu. Vielleicht mache ich die Tage mal noch ein Video zu den funksteuerten Sachen. Ich bekam so ein bisschen Anfragen auf Facebook, ob ich dazu nicht mal was sagen könnte, nachdem ich mal ein Bild gepostet hatte. Und von daher schauen wir mal, so dass hier auf dem Kanal auch ein bisschen was los ist. Aber mit der Seilwinde, da kann ich einfach noch überhaupt nicht sagen, was ist. Und tut mir leid, wenn es frech oder unfair oder gemein klingt. Es ist auch unfair. Es tut mir echt leid, dass es mit der Winde nichts wird im Moment, aber ich kann auch nichts machen. Ist nicht Absicht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, wobei zum Sehen gab es ja nicht viel. Ja, für alle, die es bis ans Ende des Videos gemacht haben, ganze 10 Minuten lang habe ich jetzt hier gequatscht. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wünsche noch eine gute Nacht.